P1.2. Berechnen Sie die Koordinaten des Schnittpunkts T der Parabeln P1 und P2. Schnittpunkte berechnen geht eigentlich recht einfach. Eine Möglichkeit wäre, mit Hilfe des Taschenrechners Calc-Intersection zu benutzen, durchzurechnen, und dann gibt der Taschenrechner den Schnittpunkt aus. Die andere Möglichkeit: bei Schnittpunkten muss man sich so vorstellen, Koordinatensystem, wenn ich zwei Parabeln habe und da ist der Schnittpunkt, dass diese an diesem Schnittpunkt haben beide Parabeln den gleichen Wert, also sowohl den gleichen x-Wert als auch den gleichen y-Wert. Und deswegen muss man die beiden Parabeln einfach gleichsetzen. Wir nehmen also Parabelgleichung 1, p1 ist gleich p2. Ja, haben den Schnittpunkt, haben den gleichen Wert, also p1 gleich p2. Jetzt müssen wir die Parabelgleichungen nachschlagen, die finden wir ja oben. Parabelgleichung 1 ist 0,5x² minus 0,5x plus 1,125. Und Parabel p2 steht noch weiter drüber, der hat blau markiert, 0,5x² plus 3. So, das ist gleichgesetzt, das muss ich jetzt auflösen. Ja, wie löst man es auf? Theoretisch könnte man Calc-Intersection benutzen, und dann kommt der entsprechende Calc-Intersection, habe ich ja schon erwähnt, ein Gleichungslöser, also Solver kann man benutzen, oder man probiert es einfach von Hand per Umformung, und wenn eine quadratische Gleichung rauskommt, brauchen wir die Mitternachtsformel. Starten wir erstmal. Also, ich versuche erstmal alles auf einer Seite wegzubringen, also vielleicht erstmal die 0,5x² mit Minus wegzubringen. Ja, dann fällt es hier links weg, da bleibt nur noch 0,5x plus 1,125 übrig. Und rechts fällt es auch weg, da bleiben nur noch 3 übrig. Daraus folgt jetzt, wir haben keine quadratische Gleichung mehr, sondern nur eine lineare Gleichung. Ja, es ist kein x² mehr übrig. Deswegen brauche ich auch keine Mitternachtsformel ansetzen, sondern kann das ganz normal über Umformung lösen. Das heißt, ich bringe jetzt alle Zahlen ohne x auf die rechte Seite. Das wären die 1,125 mit minus 1,125. Dann folgt daraus minus 0,5x ist gleich 1,875. Und dann teile ich durch den Faktor, der vor dem x steht. X ist gleich, und das tippen wir jetzt in den Taschenrechner ein, und da kommen minus 3,75 raus. So, ganz fertig bin ich noch nicht. Warum? Hier heißt es die Koordinaten des Schnittpunktes, und ein Schnittpunkt hat immer eine x- und eine y-Koordinate, und ich kenne ja bisher nur die x-Koordinate. Was mache ich jetzt also mit diesem x? Das setze ich jetzt nochmal entweder in P1 oder in P2 ein und berechne, was dann rauskommt. Ja, man nimmt die einfache Form. Ich nehme jetzt P2, da sind weniger Zahlen drin. Also in P2, daraus folgt 0,5, ja, kann man schreiben, y ist, das müssen wir berechnen, 0,5 mal. So, jetzt kommt das ausgerechnete x, minus 3,75 in Klammern zum Quadrat plus 3. So, das tippen wir jetzt auch wieder in den Taschenrechner, und dann kommt ein Wert von 10,03 raus. Wir müssen ja auf zwei Nachkommastellen runden. Und da haben wir den Schnittpunkt. T heißt der, T mit den Koordinaten minus 3,75 und 10,03. Vielleicht noch mit der Zeichnung vergleichen, kann es ungefähr stimmen. Minus 3,75 wäre ungefähr hier, ja, kommt vielleicht ganz gut hin. Ja, also ist jetzt nicht ganz abwegig. Prima, damit wäre ich die Aufgabe auch schon gelöst.